kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei einem neuen Gothic 2 Mod-Projekt. Wir spielen die Gothic 2 Gold Remaster Mod mit der Minimod Balance. Die Gothic 2 Gold Remaster Mod habe ich schon vor, ich glaube, das ist schon fast 2 Jahre her. Oder ist es schon 2 Jahre her? Auf dem Kanal vorgestellt und das ist eine Grafikmod, die Gothic wirklich auf ein neues Level hebt. Also wirklich Remaster passt da schon sehr gut. Aber inhaltstechnisch wird da so gut wie gar nichts überarbeitet. Und da kommt die Minimod Balance ins Spiel und die überarbeitet zumindest das Balancing und bringt ein paar neue kleine Inhalte rein. Ja, wenn ihr die Mod auch ausprobieren wollt, der Link ist wie immer in der Beschreibung. Die zusätzlichen Mods, die ich verlinke, sind auch in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, bevor ich hier noch lange rumerzähle, starten wir mal ein neues Spiel. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Ja, keine Verschnaufpause für unseren Helden. Gerade die Welt gerettet. Schon gibt es eine neue Bedrohung. Er muss sich auch ziemlich verarscht vorkommen. Naja, was ist das denn? Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Velias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen.
Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, wie cool ich diese Cutscene finde? Also die vom Addon? Ich meine, das Standard-Intro ist auch schön, aber ich finde, ja, dieses Intro vom Addon, das ist auf einem ganz anderen Level nochmal. Und es gibt zwei Dinge, die ich noch explizit ansprechen möchte. Einmal ist es sehr schön, dass Satoras eine reingepfeffert bekommt von dem Steinwächter. Und eine andere Sache, die mich ein bisschen stört, ist, warum macht Kronos einen Feuerzauber? Wasserfaust oder sowas wäre ja auch schön gewesen. Aber vielleicht war das damals einfacher, Feuereffekte zu machen als Wassereffekte. Ich weiß es nicht. Naja. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Du redest von den Orks? Ich rede von weitaus schlimmeren Kreaturen. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, uns. Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Ja, ich mach das, Papa. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Ja, was sind das denn für verborgene Fähigkeiten? Erzählst du es mir vielleicht in diesem Run? Oder bleibt es wieder ein offenes Geheimnis? Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wirst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Ja, wenn das so wichtig ist, dann komm doch einfach mit. Sag doch hier, ich bin hier. Xardas, der Schwarzmagier höchstpersönlich. Dann holt er noch seine Glaskugel raus, zeigt die Drachen im Minental und zack sind die Paladine überzeugt. Aber nein, wir schicken einen namenlosen Hämpfling. Also jetzt sind wir ja wieder ein Hämpfling. Wir waren mal stark, aber das ist schon 3 Wochen her. Und jeder weiß, wer 3 Wochen nicht beim Training war, der fühlt sich danach auch oft wie Scheiße. Naja. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor, der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Also, falls mal ein Gothic 2 Remake kommt, wenn das Gothic 1 Remake erfolgreich wird, dann würde ich mir wünschen, dass Xardas wie so ein Zauber auf einen wirkt, dass man auf jeden Fall genesen ist, dass er sagt, ich habe deine Prellungen, deine Wunden alle geheilt. Du bist nicht mehr so stark wie vorher, aber ich konnte dich am Leben halten, weil hier wird das so gar nicht thematisiert. Er kommt hier einfach hin, zack, lag unter Trümmern und jetzt soll er direkt aufbrechen. Oder man lässt einfach ein bisschen mehr Zeit vergehen, dass man sagt, Xardas hat dann hier hingeholt, aber in seinem Turm hat man noch, keine Ahnung, einen Monat verbracht. Und dann gibt es auch nicht diese zeitlichen Logiklücken, die es ja bei Gothic 2 durchaus gibt.
Und ja, ich denke, das wäre die bessere Option. Ne? Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Ja, Kumpel, du kannst den ganzen Turm erschaffen lassen, aber ein Erz-Zweihänder wäre nicht drin gewesen, oder was? Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Naja. Sogar ein neues Kapitelbild. Schön, schön. Schön, schön. Das ist mein Buch. Geh weg. Tränke magischer Kraft und ihre Zutaten. Jegliche Arbeit am Alchemietisch erfordert eine Laborwasserflasche, die während des Prozesses verbraucht wird. Für das Brauen von Tränken, der Heilung oder der Stärkung der magischen Kraft benötigt der Anwender neben der speziellen Zutat immer eine Pflanze. Feldknöterich, auch ein Punkt, den ich nie verstanden habe. Ich finde Feldknöterich, ne, die sind eigentlich sogar recht selten. Also Alchemie hat sich für mich nie gelohnt. Ich weiß nicht, ob die Mini-Mod-Balance vielleicht das Alchemiesystem überarbeitet. Wir werden sehen. Für das Brauen von Tränken, die permanente Veränderungen des Körpers oder Geistes bewirken, benötigt der Anwender immer eine Pflanze und Stücke. So, das nehmen wir auch mit. Speichert wieder auch. Das kann ich nicht lesen. Das kann er nicht lesen. Hey. So, Kumpel. Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich habe so eine unten in den Höhlen vor meinem Turm gefunden. Sie sind in einer seltsam alten Sprache geschrieben, die ich in dieser Form noch nirgendwo gesehen habe. Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können, aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Warum warst du dann in den Höhlen unter deinem Turm? Wolltest du noch einen Keller bauen oder was? So wie im Minental damals, dein alter Turm. Weißt du, er denkt schon wieder in ganz anderen Dimensionen, der alte Mann. Wo genau sind wir hier? Wie ich bereits sagte, in der Nähe der Stadt Korinis. Ich habe meinen Turm hier neu errichtet. Mhm. Aber es ist erst wenige Tage her, dass wir uns das letzte Mal im Minental gesehen haben. Die Diener, die ich rief, um meinen Turm zu bauen, haben ganze Arbeit geleistet. Das kann man wohl sagen. Ich wiederhole mich gerne nochmal. Turm möglich? Erz-Zweihänder nicht. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Der nächste Ort, an dem du bessere Waffen und Rüstungen bekommen kannst, ist die Stadt Korinis. Aber unten im Tal findest du einige Heilpflanzen, die dir helfen werden, wenn du im Kampf verwundet werden solltest. Direkt vor meinem Turm ist ein See. Von dort aus gibt es einen versteckten Zugang zum Tal. Wieso hast du keine Wendeltreppe runtergebaut? Deinen tollen Dämon, hä? Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Früher war ich mal ein hohes Mitglied des Kreises. Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hätte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Also habe ich den Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Vergehen gibt es in den Augen der Feuermagier, der geweihten Innos, der immer guten und rechtschaffenden, keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo sie mich finden können. Und das ist auch gut so. Ja, der ist auch vergesslich. Eben hat er noch gesagt, denken sicher, dass er tot ist, aber egal. Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du besorgst dir das Auge Innos und ich werde weiter nach den Antworten suchen. Ja, in dem einen Buch, wo du jetzt hingehst, kannst du aber lange suchen, weil da stehen nur Dinge über Alchemie drin. Wollte ich nur mal anmerken. Ne? So. Ja, das ist ziemlich das Gleiche, nur mit Heilpflanzen. Da kann er wirklich lange nach Antworten suchen. So, schwerer Ast. Alter, der schwere Ast ist ja ein dicker Knüppel diesmal. Guck mal, weißt du, die Dämonen haben nicht nur ein Kissen, zwei.
zwei Kissen, damit der alte Mann auch bequem schläft. Also die Dämonen, die verstehen sich auch auf Näharbeiten und Kissenfüllungen. Wissen die allerwenigsten. Ich stelle mir das auch so geil vor, wie Xardas hier einfach sich noch so ein Zelt errichten lässt. Dann wohnt er da in der Zeit, solange der Turm gebaut wird. Schaut sich das einer alles an. So als Bauleiter die ganze Zeit mit am Werk quasi. Aber nur als Zuschauer. Der Weg des Kampfes. Angriff ist die beste Verteidigung bei allem, was nicht Mensch ist. Eine Parade gegen Tiere oder Monster auszuführen ist sinnlos. Da ist es besser, den Gegner mit gezielten Seitenschlägen auf Distanz zu halten, um überraschend eine Kombination aus mehreren Schlägen durchzuführen. Das ist sogar durchaus sehr wahr, auf Gothic bezogen. Kombination mehrerer Schläge sind natürlich einem erfahrenen Kämpfer vorbehalten und wer sogar die Meisterschaft im Kampf erreicht, kann weitere Kombinationen ausführen. Also mal sehen. So, was haben wir hier noch Schönes? Ich weiß auch gar nicht, was alles in der Minimode Balance abgeändert ist. Ich habe vor, ich glaube, es müsste 3 Jahre her sein, habe ich mal mit der Minimode Balance Plus Update Pack gespielt. Und das ist quasi der Nachfolger dieser Version hier. Also grafisch gesehen ist da einiges noch seit damals passiert und ja, inhaltstechnisch bin ich halt da gar nicht mehr auf dem Stand, was da alles jetzt mit drin ist. Wir werden es herausfinden. Wo ich dachte, ich will dann zumindest nochmal eine leicht angepasste Version haben und nicht nur die Standard Gothic 2, die Nacht des Raben Edition. Wobei das mittlerweile auch schon besonders wäre, die ungemoddete Version zu spielen auf diesem Kanal. Die Insel. Die Hafenstadt Korinnes liegt auf einer Insel vor der Küste des Königreichs Mythana. Die Insel ist vor allem durch das Minental bekannt geworden. Ein zweifelhafter Ruf, denn viele Jahre erstreckte sich eine magische Barriere über das gesamte Tal und alle Gefangenen des Reiches wurden dort hineingebracht. So wurde das Tal zur Strafkolonie für viele Verurteilte, die tief unter der Erde nach dem magischen Erz schürften. Außerhalb von Korinnes gibt es noch einige Bauernhöfe, die den guten Boden nutzen, um Weizen und Rüben anzubauen, aber auch um Schafe zu züchten. Seit Generationen ist der größte Hof im Besitz des Großbauern, der sein umliegendes Land an andere Bauern verpachtet. Mitten auf der Insel steht ein altes Kloster, ein Kloster Innos, das von den Magiern des Feuers geführt wird. Dort gehen sie magischen und alchemistischen Forschungen nach und keltern Wein. So, hier haben wir nochmal die permanenten Tränke. Haben wir hier noch? Jagd und Beute. Jedes Tier und Wesen besitzt einige Trophäen, die den Ruhm und Reichtum eines Jägers, eines erfahrenen Jägers, mehren. Die Blutfliegen. Um diese fliegenden Teufel auszunehmen, bedarf es zwei besonderer Künste. Zum einen können ihnen die Flügel abgetrennt, zum anderen der Stachel entrissen werden. Warum konnte man in Gothic 1 eigentlich die Flügel so immer entnehmen? Hier muss man das lernen. Fällt mir gerade mal wieder auf. Beide Künste sollte der erfahrene Jäger einsetzen, um sich die Trophäen anzueignen. Feldräuber und Minecrawler greifen mit Zangen an. Vor allem die Zangen der Minecrawler gelten als besonders wertvoll, weil sie ein Sekret enthalten, das magische Kräfte steigert. Allerdings sollte es mit Vorsicht genossen werden, da der menschliche Körper mit der Zeit nicht mehr darauf reagiert. Ebenfalls sehr begehrt sind die Platten der Minecrawler, aus ihnen lassen sich Rüstung herstellen. Das mit den Minecrawler-Zangen vergesse ich so gut wie jedes Mal. Gerade wenn ich Magier spiele, dann denke ich mir so, oh ja, das ist ja eine volle Mana-Heilung. Und dann will ich mir das immer bis zum Ende aufsparen und dann benutze ich es die ganze Zeit nicht. Zähne reißen. Die Zähne sind die Waffen von vielen Tieren und Wesen. Wer darum weiß, wie er sie seiner Beute fachkundig entreißt, findet bei Wölfen, Snappern, Schattenläufern, Sumpfhaien und Trollen seine Beute. Bälle abziehen. Ein Talent, das der erfahrene Jäger oft zu nutzen weiß. Gibt es doch viele Tiere, deren Körper von einem Fell geschützt sind. Schafe, Wölfe und Schattenläufer, um nur einige zu benennen. Tiere häuten. Ein Jäger, der dieses Talent beherrscht, kann auch die Häute von Sumpfhaien und Lurkern abziehen. Krallen brechen, eine Kunst, die bei Varanen aller Art, Snappern, Lurkern und Schattenläufern eingesetzt werden kann. Ich glaube, der Schattenläufer, der ist wirklich so das Ziel des Jägers, der hat einfach alles. Sogar die Drachen, die hat er auch.
Aber wir könnten auch eigentlich beten und uns 500 Gold eigentlich vom Belia holen. Ach, weißt du was, das machen wir sogar. Belia zockt einen natürlich immer ab. Ne? Belia ist nicht so ehrlich. So, bis zum Morgengrauen? Ja, können wir ruhig machen eigentlich. Weil Belia, der sagt ja, der nimmt sich nur 3, glaube ich, aber in Wirklichkeit nimmt er beim ersten Mal beten 10. Nee, hier ist es richtig angegeben. Naja, 500 Gold kann ich gut gebrauchen. Aber hier ist es richtig angegeben. Das ist wahrscheinlich auch eine Änderung. Entweder unter Gold Remaster oder der Minimod Balance. Schaut euch mal diese schicke Vegetation hier an. Das ist doch mal schick. Guckt euch mal diese detaillierten Brennnessel an. Wer möchte da nicht drin spielen? So die Kinder in die Brennnessel schicken. Kinder, geht doch spielen. So, was hast du hier unten Schönes? Shit, ich dachte gerade schon. Ist das so eine Erinnerung an alte Zeiten, wo hier der Flammendämon bei Xardas war? Und Alter, was geht mit den Pflanzen ab? Die sind ja riesig. Aber das ist eigentlich gut, dass die so riesig sind. Denn dann kann man ein bisschen besser sehen, wo was ist, wenn man, naja, mit diesen Vegetationsmodellen spielt, die wir jetzt haben. Da kennt man alles so ein bisschen besser, ne? Ja, schick, schick. Kann sich sehen lassen. Nochmal schön durch die Brennnessel. Das belebt den Geist. Also es ist immer wieder beeindruckend, was man grafisch aus Gothic so rausholen kann. Ne? Wer hätte gedacht, als das Spiel rauskam, dass das mal grafisch auf so einem Level ist. Und hier bei der Gold Remaster Edition ist es ja so, dass man keine neuen Gebiete und so hat, wie bei der Liver. Da gibt es ja auch neue zusätzliche Gebiete, gerade für die, die das nicht wollen. Die sollten sich dann lieber diese Mod hier anschauen. Ah, ist schon sehr schön. Ich hab's ja schon mal erwähnt, also ich persönlich, ich mag den klassischen Stil lieber. Also auch die eckigen Gesichter und gar nicht so viel Vegetation, das ist für mich eher Gothic. Aber ich schaue mir immer mal wieder gerne diese Grafikmods an, weil alleine dieser Wasserfall und so, das macht richtig was her. So, wer will prügeln? Du? Kritischer Treffer. So, mal schauen, ob ich die kleine Truppe hier auch fertig machen kann. Bin direkt rein. Zack. Zack. Oh, das war aber ganz schön knapp. Da war fast der erste Tod schon da. Aber es gibt nichts. Keine Wunde. Es gibt keine Wunde, die ein Udlerfleisch oder ein Dunkelpilz nicht richten könnte. Also ich habe mir auch noch gar keine Gedanken gemacht, als was ich diesmal spielen soll. Ich dachte vielleicht mal wieder ein Geschicklichkeitscharakter. Ich glaube, ich war Söldner schon länger nicht mehr. Das Problem ist, ich habe so viele Mods schon gespielt, ich weiß es alles gar nicht. Zack.
habe ich denn das letzte Mal gespielt, als ich... Letztes Mal war ich, glaube ich, Paladin, als ich Gothic 2 gespielt habe. Davor war ich, glaube ich, Magier? So, wäre jetzt wirklich Söldner dran. Guck mal, wir haben hier Eisenerzadern. Womit denn? Das ist auch eine Änderung. Ich glaube, man konnte hier selber noch schmieden und so. Da bin ich mal gespannt, wie das alles so war. Aber ich glaube, jede Klasse müsste in der Minimod-Balance so ein bisschen angepasst sein. So, das nehmen wir auch alles mit. Schön, schön. Das auch. Ich finde ja junge Wölfe immer so schlimm am Anfang. Weil ich mag das Moveset von den großen Wölfen einfach lieber. Das kann man viel besser bekämpfen, finde ich. Weil junge Wölfe, die... Dieser Wolf, der hat sich jetzt sehr kooperativ verhalten mit seinen seitlichen Sprüngen, aber oft weichen die immer zurück und dann dauert es vor lange. Und die irgendwie... Oh, shit. Nein, ich laufe ganz weit weiter. Oh, ich hab voll verklickt. Zack, und Level ab. Und da ist noch einer. Ah, sieht schon sehr schön aus hier, ne? So, die Texturen, die sind so schön scharf. Richtig gut aus. Das ist meine Ratte. Eine Ratte! Zack. Meistens ist diese Ratte schon tot. Gothic hat auch für den Anfang hier einfach so einen richtig guten kleinen Trick angewandt, ne? Einfach kleine Viecher, junge Viecher, so fürs Tutorialgebiet, ne? Ist schon schön gemacht. So. Ich weiß nicht, wie viele Pfeile ich noch habe. Okay, das war schon mal gut. Auch. Oh, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Du warst zu gierig, Ratte. Zu gierig. Haben die Ratten geschürft in der Tiefe. Dabei weckten sie etwas auf. Nein, nicht den Balrog. Eine andere Ratte. Diese hier. Die Pflanzen sind so riesig, ne? Die kann man echt gar nicht mehr übersehen. So, Alter, wir haben jetzt schon fast 700 Gold. Einfach Rich Kid. Belia lohnt sich am Anfang. Gerade so die ersten 500 Gold. Meine 10 Lebenspunkte sind nicht wenig. Aber auch nicht so viel. Und 500 Gold hingegen ist viel am Anfang. Bist du es? Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Oh, sollen wir das mal sagen? Wir kennen niemanden? Sorry, ich kann mich nicht erinnern. Kennen wir uns? Hallo, jemand zu Hause? Nee. Ich habe meinen Hals riskiert, damit du diesen komischen Stein bekommen konntest. Ach. Du schuldest mir was. Das solltest du dir aber diesmal merken. Du erinnerst dich doch noch an Diego, Milton und Gorn. Eigentlich wäre es gemein, jetzt zu sagen, klar, an die erinnere ich mich. Aber was ist er denn für ein Arsch? Ich meine, das hat ihn, glaube ich, persönlich getroffen, dass ich mich nicht an ihn erinnern kann. Du schuldest mir was. Diego, Milton und wer? Sag bloß, du weißt nichts mehr davon.
Die Fokussteine, der Troll, der riesige Erzhaufen der Wassermagier. Ich bin mir nicht sicher. Das kommt schon wieder. Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, um wieder klarzukommen. Aber mir Vorwürfe machen, ja? Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter runter gehst, kommst du zu einem Bauernhof. Ein kurzes Stück dahinter fängt auch schon die Stadt an. Sei aber vorsichtig, hier treiben sich nicht nur Wölfe und Ratten rum, sondern auch Goblins und Banditen. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. So, so. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Ja, mach dich ruhig über mich lustig. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön. Wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Na, sitzt du hier nicht schon eine Woche rum, hast du eben gesagt? Langsam ist auch mal gut, Lester, ja? Irgendwann muss auch mal gut sein. Also hoch jetzt zu Xardas. Und er wusste nicht, dass Xardas einen Turm erschaffen kann. Hat er ja nur schon zweimal gesehen im Intel. Okay, da hat Xardas jetzt nicht explizit erwähnt, ja, dass er die Türmchen erschaffen hat lassen von seinen Dienern, aber wir wissen ja zumindest, dass er einen alten Turm hatte und in kürzester Zeit innerhalb der Barriere noch einen zweiten. Also, stell mal vor, du lässt Xardas auch einfach so gewähren mit seinen Türmchen. Da ist ja die ganze Landschaft vollgebaut. Und das, was mit Windmühlen hier passiert, überall, macht Xardas dann auch, weil sie dann stehen so, da steht ein Turm, da steht ein Turm, da hinten steht ein Turm. Ja, er könnte zumindest dann auch einen Propeller dran machen. Wolf, lass es. Das reicht jetzt. Er hat sogar einen Unterstand. Einer! Nein! Ein Mistvieh weniger. Du mieser Hund.
Ja, schön hier, ne? Diese zusätzlichen neuen Holzbauten hier, die machen schon was her. Ist es immer so geil, dass hier einfach eine Kanone steht? Wieso nimmt er nicht die Kanone und ballert damit die Banditen ab? Das wäre doch mal was. So, laufen wir einmal kurz hier hin. Hier sieht man ja gar nichts mehr. Ich habe Angst, nicht, dass hier gleich irgendjemand lauert. Zum Beispiel diese Schmierlaus hier. Naja, gehen wir mal zu... Ja, rutsche erstmal. Nein, er macht's nochmal. Aber wie er da auch steht wie so eine Kerze. Gehen wir mal zu Adanos. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenn dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Nee. Kann mich kaum erinnern. Ach komm, ich hab dir das Bogenschießen und Schleichen beigebracht. Damals in meiner Hütte vom alten Lager. Klingelt's? Nee. Dein Name ist Kavalorn, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? Zurück ins Minental. Wirklich? Ich wünschte, ich könnte dir folgen. Aber ich habe erst meine Aufgaben zu erledigen. Wenn du im Minental bist, schau doch bitte mal, ob meine alte Hütte immer noch steht. Ich würde gern eines Tages dahin zurückkehren. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Okay, dann erzähl doch mal mehr darüber. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich aber ganz auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Wie alt schätzt ihr eigentlich Kavalorn? Ich finde, den kann man voll schwer einschätzen. Gerade weil er in Gothic 1 ja noch eine ältere Stimme hatte als hier. Und ich finde auch in dieser Version mit den neuen Gesichtsmodellen, den neuen Texturen, sieht er auch älter aus. Also er könnte jetzt auch schon, keine Ahnung, über 40 sein, aber er könnte auch jünger sein. Also eigentlich, ne? Deswegen, ich kann ihn gar nicht einschätzen. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinnes. Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten ins Übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp, also pass auf.
Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Ich brauche bessere Ausrüstung. Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch 2 Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Gib mal her. So, das Messerchen, das ist ja schön. Aber kurz. Ich glaube, ich bleibe wirklich beim Knüppel. Ein Messerchen ist so kurz. So. Können wir natürlich mit ihm hier quatschen, aber vorher machen wir mal den Weg frei. Damit er da unten mir jetzt nicht gleich meine Erfahrungspunkte klaut. Ich lebe für meine Erfahrungspunkte. Ist auch immer so witzig, weißt du, am Anfang achte ich da voll drauf, ne, und am Ende ist mir so scheißegal, ob ich noch 10 Ork-Elite irgendwie übersehen habe. Du hast mich gebissen? Was soll denn das? Der tut ja fast so, als hätte ich ihm mit einem Knüppel auf den Kopf gehauen. Ich kann doch nicht einfach irgendwelche Leute beißen. Hey, wo kommst du denn her, hä? Ja. Ich komme aus den Bergen. Genau, du kommst aus den Bergen und das ist schlecht für dich. Ganz schlecht. Du wirst gesucht und zwar von einem ganzen Haufen übler Kerle. Es gibt da jemanden, mit dem du unbedingt sprechen solltest. Folge mir. Wer sucht mich? Halb Korinnes ist hinter dir her und du willst mir erzählen, du hättest keine Ahnung? Ah, verstehe. Du willst nur nicht mit mir darüber reden, hä? Na gut, deine Sache. Also, kommst du jetzt oder nicht? Mit wem soll ich sprechen? Mit meinem Anführer, er heißt Brago. Er kann dir alles besser erklären als ich. Also, was ist? Gehen wir? Woher weiß ich, dass es keine Falle ist? Also, so langsam reicht's mir mit dir. Wenn du meine Hilfe nicht willst, dann geh doch zur Stadt und lass dich einlochen. Du kommst jetzt mit oder du lässt es bleiben, klar? Langsam, Freundchen. Es hat schon mal einer versucht, mich reinzulegen. Ach. So ein Kerl hat mir vorgeschlagen, zusammen mit ihm ein Amulett zu holen und den Gewinn zu teilen. Als wir am Ziel angekommen waren, haben er und seine Freunde mich angegriffen. Klingt ganz so, als hättest du dich mit den falschen Leuten eingelassen. Wo war das? Ich war Sträfling, in der Minenkolonie. Du kommst aus der Barriere? Mann, dann haben wir ja zusammengesessen. Ich kenne dich nicht. Ich war Butler im alten Lager. Hab mit der ganzen Sache nicht viel zu tun gehabt. Aber was jetzt viel wichtiger ist, du hast mächtigen Ärger. Irgendwer hat ein hübsches Sümmchen auf deinen Kopf ausgesetzt und er hat ein paar Zettel verteilt. Mit deiner Visage drauf. Wenn ich du wäre, dann würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt Leute bei uns, die würden für das Gold ihre Mutter umbringen. Aber ich finde, wir Jungs aus der Strafkolonie müssen zusammenhalten. Dann sollte ich mich wohl jetzt besser bei dir bedanken. Geschenkt. Sieh lieber zu, dass du am Leben bleibst. Wer ist der Kerl, der das Kopfgeld zahlt? Das weiß ich nicht. Es gibt nur einen von uns, der ihn kennt. Und wer ist das? Hey Mann, das kann ich dir nicht sagen. Du weißt doch, wie sowas läuft. Kann ich das Bild haben? Klar. Ist ja schließlich deine Visage drauf. Gibt's noch was Interessantes für mich? Du meinst über die Gegend hier? Nur wenn du am Leben bleiben willst, halte dich auf den Wegen. Je weiter du dich in die Wildnis begibst, desto gefährlicher wird es. Geh lieber nicht in die Höhle hier oben. Meine Kollegen, die da sitzen, werden dir das Fell gerben. Und die verstehen was vom Kämpfen. Ja, ja, ich weiß, die verstehen ein, zwei Dinge über Wrestling. So, Steckbrief. Gut getroffen. So, ich schmeiß mal mein Geld raus. Warum soll ich ihm irgendwas geben? 10 Goldstücke für den Namen des Kerls, der das Kopfgeld ausgesetzt hat. Ach Mann, das kann ich echt nicht machen. Nun spuck's schon aus. Oh Mann. Na gut, Dexter ist sein Name. In der Nähe des Großbauern gibt es einen steilen Felsen. Da oben gibt's einen Wachturm und ein paar Minen. Irgendwo da hat er sein Versteck. Ich merke gerade, ich habe keine 10 Goldstücke mehr. Was? Ich? Ach, vergiss es, ich bin selbst schuld. Was sage ich dir auch den Namen, bevor ich das Gold gesehen habe? Und sag ihnen bloß nicht, wer dir das gesteckt hat.
Wenigstens ist er nicht nachtragend. Übrigens. Bald wird es hier ziemlichen Ärger geben. Was ist los? Ein Typ namens Cavalorn kommt euch holen. Mist, der Typ hat überlebt. Ich bin weg. Ach cool, diesmal läuft er sogar. Das ist ja schön. Schönes Detail. So, F. Hey, du. Du bereit? Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Cavalorn mag auch Rücken frei. So wie Gorn. Gleich kommt wieder der Spruch. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Alter, hat ihn einfach geone-shottet. Was hast du verdient, Mistkerl? Allerdings hat er das verdient. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. So, das wäre erledigt. Sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Ja, bohr ruhig in meiner Wunde rum. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Okay, hier ist es auch so, dass man permanente Boni und so direkt einschmeißen kann. Das ist schön. Ich glaube, ich gehe diesmal wirklich auf Geschicklichkeit. Deswegen lasse ich erstmal Einhandkampf und so sein. Wir steigern dann Geschicklichkeit und Bogen. Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir das machen. So. Und dann schauen wir uns mal versiegelte Botschaft an. Aber ich lade gleich wieder. So, die liest man sich so selten durch irgendwie. Werter Vatras, wir sind bis zum Portal vorgedrungen. Du hattest recht. Es scheint tatsächlich so, als seien sie Adanos-Gläubige gewesen. Ich bitte dich, das anhand meiner Aufzeichnung nochmal zu prüfen. Wir haben schon seit Tagen keines dieser seltsamen Wesen aus Stein ausmachen können. Trotzdem bebt die Erde immer noch, aus nicht erkennbaren Gründen. Ich vermute, dass uns das Studium bald mehr Aufklärung darüber bescheren wird. Das Ornament, das wir gefunden haben, hat eine weitaus wichtigere Bedeutung, als wir zunächst angenommen haben. Es scheint ein wichtiges Schlüsselartefakt zu sein, ist aber leider nicht vollständig. Wir müssen es noch weiter studieren. Entsende eines unserer Kinder vom Ring des Wassers, um es zurückzubringen. Und wenn es geht, schicke nicht Cavalorn. Ich habe ihn damit beauftragt, dir diesen Brief zu überbringen. Ich denke, damit hat er erst einmal genug getan. Ich hoffe, dass wir das Richtige tun. Satoras. Und ich persönlich habe es immer so rausgelesen, dass Satoras Cavalorn nicht leiden kann und Cavalorn irgendwie nicht gute Arbeit gemacht hat. Und das passt ja auch zu Cavalorn, weil er hat sich jetzt den Brief und alles wieder abnehmen lassen vom Banditen. Und später auch bei der Ornamentsuche ist er auch total faul und sagt, ja, mach du das. So, weißt du, er kriegt nichts geschissen. Und deswegen, das sieht Satoras und hat ihn weggeschickt. Man kann es aber auch anders verstehen, aber ich verstehe es so. Das ist in meiner Lore ist das festgesetzt. Die Wassermagier mögen Cavalorn nicht. Vielleicht auch einfach, weil er früher Schatten war. Weißt du, sie haben so Vorurteile, immer noch. Das würde zu Satoras passen. So, Nachricht. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen. Falls jemand den Pass entlang kommt, ist es wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von ihm täuschen, er ist ein gefährlicher Hexer. Behaltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit ihm Kontakt aufnimmt. Mit diesem Brief schicke ich euch 30 Goldstücke. Nochmal 30 bekommt derjenige, der den Mann tötet. Bringt seinen Kopf zur alten Mine beim Großbauer. Die. Schon krass, dass
die Leute das für 60 Gold machen. 60 Gold? Was ist 60 Gold? Wie gesagt, wir haben jetzt schon 764 Gold. Jetzt schon reicher als gefühlt alle Banditen hier. So, haben wir noch irgendwas bekommen? Glaube nicht. Steht da jetzt rum. Das nehmen wir auch mit. Alter, die Heilpflanzen sind so riesig. Das ist gut. Das sind kleine Blutfliegen, ne? Die könnten wir uns vielleicht schnappen. Mich schon. Das sieht so krass aus hier, ne? Aber hier sind halt die Höfe, so wie man sie kennt. In der Liver Edition, die wir vor einigen Monaten gespielt haben, da war es ja so, dass da auch die ganzen Höfe so umgebaut sind mit den Hütten. Aber hier hat man das klassische Gothic. Ne? Auch die Stadt und so ist nicht umgebaut, aber alles sehr schön aufgehübscht und ummodelliert. Hey, Fremder! Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Ja, der falsche Mann war aber nicht ich, das war Kalalorn, ne? Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Ja. Natürlich. Ein Wolf. Ein Wolf. Nein! Ah doch, ich hab ihn bekommen. Gut gemacht. Danke. So, erstmal die Rüben. Alter, immer wenn ich hier diese Rüben ziehe, dann muss ich an Xeres Rückkehr denken. Wo man jede Rübe in einer bestimmten Reihenfolge ziehen muss. Sowas bleibt im Kopf. So, Spitzhacke, wichtig und richtig. Guck mal, die anderen Bauern haben jetzt auch einen kleinen Unterstand. Ja, auch nett. Dürfen auch mal, wenn es regnet, dürfen sie auch mal ein bisschen Schutz haben. War hier nicht mal ein Lederbeutel? Hier? Genau da? Ah ne, da ist er. Da ist er. Muss ich natürlich auch an mich nehmen. Guten Tag, der Herr. Hey. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Sag mal, trägst du Lidschatten, Lobert? Sieht so aus ein bisschen, ne? Für die Bauern. Ha!
Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Ja, erzähl doch noch mal mehr über Ona. Den kenne ich noch gar nicht, den Ona. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Vorurteile gegen Verbrechern oder was, ne? Wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt schon bei Verbrechern Vorurteilen haben? Mann. Ja, erzähl mal weiter. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Was hat er eigentlich gegen meine Klamotten? Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Meine Kleidung ist maßgeschneidert. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Das mache ich. Die Jungs auf den Feldern sind mal heilig. Sind die überhaupt auch da hinten? Warte mal. Wir müssen unseren Teil an die Stadt abgeben. Tun wir es nicht, bekommen wir am Ende noch Ärger mit den Paladinen. Junge, der sieht aus, als hätte er viele Tage nicht geschlafen. Holy shit, der sieht komplett fertig aus. Seit die Barriere um die Strafkolonie weg ist, haben wir ständig Ärger mit Banditen. Das ist bedauerlich, es tut mir sehr leid. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen.
Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobert erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Ja, das kann ich machen. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Naja, ich glaube, du hast ein bisschen zu viel gesoffen, Kumpel. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Außer dem, was ich dir erzählt habe? Na. Wie hast du deinen Wein? Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobert wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Das freut mich. Okay, dann essen wir noch mal ein bisschen was hiervon. Der Feldräuber, der darf auch dran glauben. Zack. Wie schön diese Waldbeeren auch aussehen. Die sehen so groß aus, da möchte man direkt reinbeißen. Hey, Feldräuber. Kannst mich doch nicht einfach treffen. Wir wollen sowas. Keine Manieren. Vorne. Die Sache ist, dieser Kronstöckel hier, ne, der kommt erst, wenn man mit Zuris gesprochen hat. Aber die Steintafel können wir schon mal mitnehmen. Alter, und Goblinbären sind ja auch richtig riesig. Aber das passt halt echt gut zu diesen neuen Pflanzen generell hier, dass die anderen Pflanzen auch größer sind, weil sonst würde man die wirklich schlecht erkennen. Guck mal, die Hilda, die sieht auch anders aus. Hey! Neue Friesatze. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Ja, bin ich. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Ich glaube, die haben hier das Aussehen von Hilda auch geändert, damit sie funktionierende Gesichtsanimation hat. Das ist ja schön. So, jetzt machen wir Trick 17 bei Kanta. Die Leute, die das noch nicht kennen. Wenn man sich die Bauernkleidung klaut, die anzieht und dann zu Kanta geht, dann denkt er, man wäre ein Bauer. Und wenn man dann sich auch nicht verrät und man sagt, man ist ein Bauer, dann lässt er einen für das ganze Spiel über in Ruhe. Man hat ihn als zusätzlichen Händler und Sarah verschwindet nie und ja, er lässt einen in Ruhe. Wie läuft die Arbeit, Bauersmann? Ich kann nicht klagen. Kann ich etwas für dich tun? Was hast du anzubieten? Ich bin fahrender Händler. Ich verkaufe von allem etwas. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, und jetzt hat man für immer seine Ruhe. Ist das nicht schön? Ich muss weiter. Von mir aus. So. Jetzt ist es nur wichtig, wenn man nicht will, dass Lobert sauer wird. Dann kann man auch die Kleidung zurücklegen. Das machen wir jetzt auch. Und dann kaufen wir sie ganz offiziell. Ja, das habe ich irgendwann mal herausgefunden für mich. Und
Bei dem mache ich es fast immer so, weil dann hat man Kante als zusätzlichen Händler, wenn man ihn denn haben will. Aber gleichzeitig... Naja, kann man hier auch auf dem legalen Wege die Kleidung erwerben. Hey, du! Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Schön. Hallo, Bart. Hey, du. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Klingt fair. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Ich doch nicht. Was denkt er denn von mir, dass ich ein Dieb wäre oder was? Ich habe auch gerade überlegt, so ein bisschen noch, wie ich skille. Und ich glaube, ich werde Einhand auf 30 machen, damit wir halbwegs passabel kämpfen können. Dann mache ich Geschicklichkeit hoch und bis zu einem gewissen Wert, weil das Gute am Bogenschießen ist ja, man kann ja den Nahkampf Bogenmann machen und dann trifft man trotzdem und kann einfach ein bisschen tanken. Und ich kann dann auch, weiß nicht, einen Degen benutzen oder das Rapier, ne? Oh nö, eine Sache funktioniert nicht richtig und zwar Gregs Hut. Oh nein. Greg, wieso geht denn dein Hut nicht? Was soll denn das? Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Junge, dein Hut macht mir Angst. Es gibt aber einen Hutfix. Ja? Ich habe den nur bei dieser Version nicht installiert. Aber den kann man zusätzlich einfach in seinen Gothic-Data-Ordner packen und dann... Ja. Versteckst du dich vor jemandem? Ach was, so ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Nun, ich bin sicherlich nicht der Umgang, den ein Herbidou gewohnt ist. Richtig. Aber meinen kleinen Beitrag zu deinem sicherlich beträchtlichen Vermögen wirst du doch nicht ausschlagen, oder? Nun, was sagst du? Kann ich mit dir rechnen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Lass das Gefasel. Sag mir, was du willst. Siehst du? Genau das meine ich. Nur mit schönen Worten allein kann man bei dir nichts werden. Ich habe es gleich gewusst. Ich habe es hier mit einem knallharten Geschäftsmann zu tun. Du bist doch ein Geschäftsmann und hast bestimmt Interesse an einer kleinen Aufbesserung deines Geldbeutels, oder? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Habe ich recht? Natürlich. Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Ich habe die beste Idee überhaupt. Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Ja. Wie wär's mit Bestechung? Tja. Wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung.
Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Ganz ehrlich, ne? Ich finde es so fast noch auffälliger als vorher. Weil vorher hätte er auch sagen können, ich bin ein Seemann. Und jetzt sieht er halt noch auffälliger aus. Mit seiner Augenklappe und seinem Kopftuch und, naja, seinem dicken Säbel. Aber wer bin ich schon, um das zu entscheiden? So, die kleine Blutfliegen. Zack. Komm her, Fliege. Der Nahkampfbogenmann schlägt wieder zu. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? 10, das ist ja nicht mehr so viel. Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier lang gehen oder ob wir einfach mit Trick 17 über die Mauer hüpfen. Oh, Ratte. Die alleine? Also Ratten machen mir am Anfang mal Angst. Ratten und Mole Rats. Ah, da ist er. Bin zu zweit. Nein. Nein. Ich will nicht sterben. Mama. Hilfe. Ganz genau. Ich genau da, wo ich haben will. Okay, die sind ja gar nicht so stark. Irgendwie stärker in Erinnerung. So, ich brauche noch irgendwas zu essen. Hier, ein Topf. Haha. Ich glaube, ich hüpfe gleich wirklich über die Mauer. Dann kann ich für den einen Spieler, der noch nicht den anderen Trick kennt, mit der Mauer. Es gibt ja immer einen Spieler, der dann doch den uns allen bekannten Trick noch nicht kennt. Und weiß ich auch gar nicht. Ist auch mal so komisch. In dieser Version könnte es so sein, dass man auch so hier hochspringen kann. Ja? Also manchmal geht es, dass man auch so hier hoch kann. Aber wenn man das nicht kann, dann kann man zum Beispiel so ein Pilz hier hinlegen und dann hier hoch. Ja? Das geht dann auch. Und das ist der besagte Trick. Jetzt müssen wir den guten Lothar meiden. Hatte das nicht. Die Texturen hier sind schon sehr schön in der Stadt auch, ne? Das ist ja schrecklich. Nein, das ist nicht schrecklich. So weitergehen. Die Texturen sind schön. Das ist ja schrecklich. Keiner was. Wir wollen natürlich erstmal unseren super Erfahrungsbonus abholen. Das ist eine schlimme Sache. Ich werd verrückt. Was machst du denn hier? Bist du bis hierher geschwommen? Das ist auch ein Weg, an den Stadttorwachen vorbeizukommen. Ja, immer wenn mich jemand anspricht, dann denke ich auch, er ist zu mir hingeschwommen. Das stimmt, Laris. Sind wir uns schon mal begegnet? Mann, du kannst dich nicht mehr an mich erinnern. Ich habe mich im neuen Lager rumgetrieben. Die Liste für die Mine. Mann, wir hatten echt eine Menge Spaß. Erinnerst du dich denn noch an Lee? Lee? Du hast wohl eine Menge mitgemacht, was? Lee war der Anführer der Söldner im neuen Lager. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen, kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen?
Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Ich werde schon einen Weg finden. Klar, wenn du dich bei den Bürgern einschmeicheln oder Laufbursche für die Miliz spielen willst. Hab ich eine Alternative? Wenn ich du wäre, würde ich zu Onas Hof gehen und mit Lee reden. Ich bin mir sicher, wir finden einen Weg, dich ins obere Viertel zu bringen. Ja, vielleicht. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance, bei ihnen zu landen. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Ja, alles klar. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Ich glaube, ich gehe direkt auf Geschicklichkeit jetzt. Bring mir was bei. Dann haben wir das schon mal. So. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Jetzt ist das schon mal ein bisschen besser. Ne? Da können wir uns auch bald mal einen Degen schnappen von irgendjemandem. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück und gehen offiziell in die Stadt. Die Probleme habe ich kommen sehen. Ah, die Texturen hier gefallen mir sehr gut. Das sieht richtig schön aus. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Was du nicht sagst. Wo komme ich hier hoch? Da muss ich jetzt auch wieder Trick 17 verwenden. Weil ich will, also ich meine, man kann auch einfach durchs Tor gehen, ne? Das checken die Wachen eben auch nicht. Das geht zum Beispiel nicht, das Tor herkommt, dann gehen wir durchs Tor. Zwar ein bisschen doof jetzt, aber... kommen wir jetzt offiziell in die Stadt. Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Das Interessante ist, er hat mich gerade gar nicht angesprochen. Sondern ich habe ihn angesprochen, sonst hätte er mich auch wahrscheinlich aber durchgehen lassen. Ich habe hier die Kräuter für Konstantino, den Alchemisten. Aha. Wenn das so ist, dann zeig mal, was du da mitgebracht hast. Hm. Sieht gut aus. Na schön, dann geh mal rein, aber mach keinen Ärger, klar? Nee, ich doch nicht. Achso, was ist eigentlich mit ihm? So meine Lieblingswache. Wie sieht's aus? Hör mal, du hast jetzt Zugang zur Stadt. Aber das heißt nicht, dass du hier machen kannst, was du willst. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, verlierst du hier alle Rechte. Ja, ja. Weitergehen. Halt, Fremder. Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ja, ich habe auch eine wichtige Nachricht. Ich wundere mich immer auch, warum Lothar hier steht. Wäre es beim anderen Stadttor nicht sinnvoller? Natürlich, so begegnet man ihm, aber es wäre ja auch sinnvoll, wenn er irgendwie so durch die Stadt patrouilliert, von einem zum anderen Stadttor und dann neue Leute anspricht, weil auf dem Markt sollten noch mehr neue Leute sein als hier, oder? Wer kommt denn aus dieser Richtung? Hier ist ja auch eigentlich gar nichts. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Das war schon vorher klar.
Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos? Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Aber ich will nichts mehr davon hören. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt, auch ohne, dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachen Angst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Ich meine, Drachen sind natürlich unwahrscheinlich, aber dass ich jetzt hier das Auge Innos erwähne und danach noch die Drachen, das sollte ihn doch ein bisschen stutzig machen. Aber ich glaube, das tut es auch. Er wird es nur nicht zugeben. Weil Lord Hagen sagt ja, das Auge Innos wird immer in Erwähnung mit Drachen genannt. Naja. Ich hab mir das. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiz sie nicht nach oben drein, wenn du in der Stadt bist, klar? Klar. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord Andre hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Ja, einige. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Wie viele Meister gibt es? Ich glaube, es sind insgesamt 5. Aha. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Nein. Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord Andre in der Kaserne. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Das ist doch lange bekannt. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Ich rechne ihm aber hoch an, dass er zumindest es für irgendwo möglich hält, dass ich doch ein Paladin werde. Ich habe nur einen weiten Weg vor mir. Und interessant, dass er jetzt hier unten stehen bleibt. Das hat er doch vorher gewusst. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Was? Es gibt Regeln in dieser Stadt. Regeln, die für ausnahmslos alle gelten. Wenn wir diese Regeln brechen, handeln wir ungerecht gegen alle, die sie einhalten.
Ist das ein Grund, mich anzuschreien? Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Du bist Dreck unter meinem Fingernagel. Mach, dass du wegkommst. Ganz schön gemein. Ich weiß gar nicht, warum. Wie geht's denn so? Hey, versuche ja nicht die Hey, wie geht's Nummer abzuziehen. Geh mir einfach aus den Augen, okay? Es war genauso. Da ist man interessiert an dem Wohlbefinden unserer örtlichen Ritterschaften und dann. Und dann das. Was? Ich kann nicht mehr Trick 17 verwenden, um hier hochzukommen? Davon lasse ich lieber die Finger. Alles ist Trick 17 übrigens. Ah. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Muss ich das etwa diesmal jetzt von hier machen? Ah, fast. Ich hab mir das schon gedacht. Das nicht sehen, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ich sag's euch, wenn man sagt, dann springt man in der Regel weiter. Haha. Man darf halt nicht alles glauben. Mal gucken, ob er mich bemerkt. Undercover. Aha. Wie eine Katze. So. Was haben wir denn hier Schönes? Die hässliche Lederkleidung. Ich muss sagen, ich mag die Lederkleidung nicht. Wobei sie hier zumindest anders texturiert aussieht. Also. Aber ich mag sie trotzdem nicht. Es ist einfach so. Ey, und du, warte mal. Warte mal. Was gibt's Neues? Seitdem die Barriere weg ist, wimmelt es in der Gegend um die Stadt nur so von Banditen. Aber die Paladine unternehmen nichts. Warum zum Teufel sind die Kerle dann hier? Das ist eine sehr gute Frage. Woran kann ich mich hier in der Stadt am besten orientieren? Ist gar nicht so leicht, sich hier zurechtzufinden, was? Da helfen selbst die Wegweiser nicht immer. Wenn du einen schlechten Orientierungssinn hast, wird es das Beste sein, du gehst zum Hafen. Den wirst du ja wohl noch finden. Und suchst das Haus des Kartenzeichners. Es ist direkt neben der Kneipe an der Hafenmauer. Brahim hat bestimmt einen Stadtplan für dich. Okay. Wer sind die einflussreichen Bürger von Korinnes? Probier's mal beim Schmied oder beim Tischler in der Unterstadt. Es gibt dort auch noch ein paar andere angesehene Meister. Wenn hier jemand, abgesehen von der Stadtwache und den Paladinen, was zu sagen hat, dann diese Männer. Wie werde ich Bürger dieser Stadt? Du willst dich hier niederlassen? Jetzt, wo hier alle Anzeichen auf Weltuntergang stehen? Ich hatte nicht vor, ewig zu bleiben. Also, ich würde dir raten, dich hier zu verkrümeln, solange du noch kannst. Aber wenn du es darauf anlegst, solltest du mit einem der einflussreichen Bürger hier reden. Ja, danke. Netter Mann. Sehr netter Mann. Warte mal. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Hm. Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr, kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so, soviel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Osper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt.
Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt, aber der Dieb war zu schnell. Ist hier irgendwas Aufregendes passiert? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir es hören. Ja, alles klar. Dann würde ich auch sagen, in der nächsten Folge machen wir genau hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.